Hi, mal aus dieser Perspektive. Wenn ich mir ein Video überlege, dann überlege ich mir meist, wie fange ich an, was möchte ich erzählen. Dieses Video hat einen ernsten Anfang und einen weniger ernsten Anfang. Letzteres seht ihr gleich. Bevor wir aber mit dem Mobboy Home anfangen, möchte ich kurz noch über den Sinn sprechen. Ich persönlich bin heute 8037 Schritte gelaufen. Ich war aber auch im Kindergarten, habe also Bewegung en masse gehabt. Das ist aber nicht in jedem Berufsfeld der Fall und vor allem nicht im Homeoffice. Und genau für diese Berufssparten und für Leute, die sportlich interessiert sind, wurden Laufbänder erfunden, die unter den Schreibtisch kommen. Auf einem solchen stehe ich gerade, das Mobboy Home. Im Schreibtischmodus wird das Laufband bis zu 4 km/h schnell und im normalen Modus bis zu 12. In diesem Video werde ich also Kilometergeld sammeln und damit fangen wir jetzt an. Und mit dem ursprünglichen Anfang dieses Videos. Die Tage stand ein sehr, sehr großer Bluetooth-Lautsprecher vor mir. Okay, vielleicht war noch ein Laufband dran. Und genau das, das Mobboy Home, das schauen wir uns heute an. Auf der Verpackung ist es bereits vermerkt. Ihr solltet euch auf jeden Fall jemanden dazu holen, der euch hilft, es aufzubauen. Und das nicht, weil der Aufbau irgendwie schwer wäre, nein. Aber das Laufband wiegt ein bisschen was und man muss es herausheben und deswegen schont euren Rücken, holt euch jemanden dazu. Den Hersteller Mobboy kennt man vor allem von Fitnessuhren. Und jetzt haben sie noch das passende Laufband dazu rausgebracht. Auf dem Karton ist bereits vermerkt, dass man den aufheben sollte. Macht schon mal Platz im Keller. Wir machen jetzt Platz im Paket und holen das Mobboy raus. Das Mobboy Home gibt es in Schwarz sowie in Grau. Ich habe mich für Schwarz entschieden. Wenn man auf die Homepage guckt, ist das Graue auch im Moment ein bisschen verzögert in der Lieferung. In der Verpackung finden wir noch die Anleitung. Diese spricht auch Deutsch. Drin ist zum Beispiel die Aufbauanleitung und Sicherheitshinweise, die man auf jeden Fall beachten sollte. Mit dabei ist noch ein Handy, aber keine Tablet-Halterung. Ich brauche die aber sowieso nicht. Was ich aber herausgestellt habe, was ich durchaus brauche, das ist die Fernbedienung. Die liegt gerne bei mir auf dem Schreibtisch. Eine App-Anbindung gibt es nicht. Alle wichtigen Informationen werden auf den 2 Displays angezeigt. Die Smartphone-Halterung dient vor allem für Filme oder Musik während dem Radeln. An dieser Stelle kommt der Bluetooth-Lautsprecher ins Spiel. Den kann man nämlich zum Beispiel mit seinem Handy pairen. Kaum habt ihr euer Laufband eingeschaltet, seht ihr in den Bluetooth-Einstellungen eSang Audio und damit wird sich verbunden. Das ist auch ganz einfach möglich. Musik hören oder einen Film gucken, das hat natürlich einige Vorteile beim Workout. Die Zeit geht zum Beispiel schneller vorbei und es fühlt sich ein bisschen kurzweiliger an. Eine kleine persönliche Anmerkung, als ich angefangen habe zu laufen, habe ich immer Hörspiele gehört. Die gingen 20 Minuten, bis also eine Seite ging 20 Minuten und dann war mein Workout zu Ende. Es müssen natürlich keine Hörspiele sein. Es kommt immer ganz darauf an, was bei euch dazu führt, dass die Zeit schneller vergeht. Ich löse es zum Beispiel komplett anders, dazu später mehr. Wir haben jetzt viel über den Lautsprecher geredet, doch wie klingt er eigentlich? Das ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Zum einen, weil man Raumton hier nicht so gut einfangen kann, als dass ich wirklich dem Lautsprecher gerecht würde. Und zum anderen, weil es immer noch ein integrierter Lautsprecher in einem Laufband ist. Mit der Werbung für den Billigschmuck lockt ihr die Loser rein und vertickt dann das teure Zeug. Ah, von Loser würde ich nie reden. Oder von teuer. Oder von Schmuck. Bei den Zigaretten ist eh gerade eine Schlange. Großartig. Ich hoffe, Sie und Ihre Zukünftige werden sehr glücklich miteinander. Nichtsdestotrotz ist das ein Hingucker-Feature, das sich auch lohnen kann für einige Menschen. Hier steht aber leider nirgendwo, ob Sie eine Freundin haben. Ich wusste nicht, wo wird das denn gefragt? Genau hier. Was sollten wir über Sie wissen? Manche Leute schreiben das hier rein. Au, auch nein. Ein interner Lautsprecher reduziert immer die Geräte, die nötig sind, um zu laufen. Selbst wenn man sich normalerweise nicht auf den Lautsprecher konzentriert, kann er nützlich sein, wenn zum Beispiel die AirPods oder die Beats leer sind. Dann kann man ihn als Notfall nutzen und muss nicht ohne Musik laufen. Die Wiedergabelautstärke wird übers Handy geregelt, einen Lauter-Leiser-Button gibt es leider nicht. Und bevor ihr in den Kommentaren fragt, nein, einen Klinkeneingang gibt es auch nicht. Um das Display vom Mobboy Home in die aufrechte Lage zu bringen, muss man den Hebel an der Seite betätigen. Im Anschluss kann man die Konsole ganz einfach nach oben bewegen. Ist die Konsole oben, kann man sie wieder mit dem Griff sichern. Dann kann man sich auch hier richtig gut drauflehnen. An das Hauptdisplay werden noch die Armlehnen montiert. Für die Montage werden die Abdeckungen abgenommen. Die aber gut aufheben, die kommen teilweise wieder dran und ihr wollt gegebenenfalls nicht immer die Armlehnen dran haben. Wer die Armstützen gar nicht braucht, muss diese nicht montieren. Das macht das Auf- und Abbauen noch deutlich einfacher. In Sachen Aufbauarbeit hat man wirklich nicht viel zu tun. Nur die Armlehnen müssen festgeschraubt werden. Der ganze Rest ist bereits vormontiert. Um das Mobboy Home mit Strom zu versorgen, reicht ein Kaltstecker. Dieser liegt in der EU-Variante bei. Im Promomaterial gibt es Bilder, wo man das Ganze auch draußen verwendet. Das habe ich mit dem Walking Pad auch gemacht. Wenn man zum Beispiel ein sehr langes Kabel sich kauft oder eine Steckdose auf dem Balkon hat, ist das auch gar kein Problem. Aktuell ist es mir dafür nur viel, viel zu eisig. Bevor man das Laufband aber einschaltet, fehlt noch der Sicherheitsgurt. Ist dieser nicht montiert, moniert das Laufband. Angebracht wird der Sicherheitsgurt unterhalb der Konsole und an eurer Kleidung. Hat man den Sicherheitsgurt angebracht, kann man das Mobboy Home einschalten. Beim Einschalten hat sich auf dem Laufband und auf der Konsole ein Display aktiviert. Ein Druck auf den Startknopf der Fernbedienung und schon fängt das Mobboy Home sich an zu bewegen.
Wenn der Start- und Stopp-Button sowie Speed Up und Speed Down jeweils wirklich Buttons sind, ist die Anzeige von 1 bis 12 km/h pro Stunde wirklich nur eine Anzeige. Man kann also nicht wirklich mit 12 km/h losstarten, sondern muss sich hochklicken. Die Verarbeitungsqualität des Mobway ist super. Es knarzt nichts, es lässt sich alles auf- und zuklappen, so wie es das sein sollte. Es gibt keine Verklemmung, nichts. Damit das auch so bleibt, habt ihr direkt Pflege dabei. Die sollte man, wie im Handbuch beschrieben, je nachdem wie oft man es benutzt, öfter auftragen oder eben weniger. Ich finde es sehr vorbildlich, dass hier direkt 2 Tuben Schmierflüssigkeit beiliegen. Beim Walking Pad war das nicht der Fall. Ist das Laufband fertig aufgebaut, kann man sich draufstellen und ich muss zugeben, ich hatte am Anfang ein bisschen Sorge, dass die hier zu niedrig für mich sind. Das hat sich erfreulicherweise nicht bewahrheitet. Worüber man sich als 1,90 Meter großer Mensch auch keine Sorgen machen muss, ist die Lauflänge. Ich hatte bisher keine Probleme, bin nicht runtergefallen und hatte auch noch nie das Gefühl, runterzufallen. Vorhin sagte ich, die Handyhalterung, die brauchen wir gar nicht erst. Und das liegt daran, dass wir direkt zu meinem Projektor hinlaufen. Wir haben uns hier eine kleine Sportecke eingerichtet, das heißt, wir haben 3 Geräte und alle gucken in die Richtung. Hier ist der Projektor und man kann ganz einfach auf Start drücken und loslaufen und dabei sich eine Serie angucken. Dazu noch ein Tipp von mir, natürlich die Geräte sind nicht lautlos und wenn wir zu zweit arbeiten, dann ist es natürlich noch einmal lauter. Wir haben uns deswegen Apple TV geholt, da kann man 2 zum Beispiel AirPods pairen und schon hört man nichts mehr von den Geräten, also fast nichts mehr. Sie machen immer noch Geräusche, daran kann auch Apple nichts ändern. Es gibt zwar einen Bluetooth-Lautsprecher, aber leider keine App-Anbindung. Das führt dazu, dass man Geräusche wie zum Beispiel den Startsound, beziehungsweise die mehreren Startsounds, nicht in ihrer Lautstärke verringern oder erhöhen kann und vor allem nicht gänzlich abschalten kann. Das kann problematisch sein, wenn ihr zum Beispiel ein sehr hellhöriges Haus habt. Ich würde mir wünschen, dass man die zumindest in ihrer Lautstärke reduzieren kann, damit sie ein bisschen weniger im Haus auffallen. Eine wichtige Sache ist natürlich die Lautstärke. Wir laufen gerade mit 3,5 km/h, das ist noch ein bisschen gemütlich, aber das kann ich machen und meine Freundin schläft nebendran, ohne dass sie wach wird. Dieses Video über haben wir natürlich eher langsam gelaufen. Ihr wollt ja auch was verstehen. Das ändern wir jetzt und gehen auch die schnelleren Stufen einmal durch. Gerade sind wir bei 1 km/h und werden schneller zu 2 km/h. Wichtig zu wissen ist, das Plus und das Minus, das sind nicht direkt von 1 zu 2 km/h. Da gibt es noch Zwischenschritte, als dass es nicht direkt so richtig schneller wird, sondern man sich eben hocharbeiten kann. Wir wollen natürlich die verschiedenen Lautstärken hören. Das ist 2 km/h. Wir schalten jetzt hoch zu 3 km/h. Bei 3 km/h hört man nicht wirklich mehr vom Laufband, sondern vor allem mehr von meinen Schritten. Wir gehen jetzt direkt zu Stufe 4, also 4 km/h. 4 km/h sind schon deutlich sportlicher. Das Laufband wird lauter, meine Schritte werden lauter. Im Raum hört man das Laufband einfach ein bisschen mehr. 5 km/h hält einen schon ganz schön im Atem. Wir gehen trotzdem noch eins weiter hoch. Bei 6 km/h geht es schon ganz schön zur Sache. Das ist die Maximalgeschwindigkeit vom Original Walking Pad, also das, was ich davor hatte. Aber, und darum ging es mir ja, es geht auch schneller. So, wir sind inzwischen bei 9 km/h, das ist schon ordentlich. Und man hört, das Laufband ist lauter geworden. Und ich muss definitiv auch lauter sprechen, damit ich zumindest hoffe, ihr noch was versteht. 12 km/h, jetzt geht es schon ganz schön zur Sache. Und zwar wirklich, das hält einen ganz schön auf Trab und ist natürlich entsprechend ein bisschen lauter. In den gemütlicheren Gängen kann man die Handhaltung eigentlich abbauen und das Laufband vor den Schreibtisch stellen. Der steht neben mir, den seht ihr auch direkt. Und genau das machen wir jetzt. Im Schreibtischmodus oder wenn man einfach so das Display runterklappt, wird das Laufband nur noch 4 km/h schnell. So schnell bin ich aber gerade gar nicht unterwegs. Ich laufe mit der Standardgeschwindigkeit von 1 km/h beim Losgehen. Persönlich finde ich das eine gute Geschwindigkeit, wenn man nebenher wirklich arbeitet und sich auf was konzentriert, weil man sich wirklich auf die Arbeit konzentrieren kann und das Laufen quasi nebenbei passiert. Ich bin kein Neuling, was das Laufen am Tisch anbelangt, aber ich kann euch sagen, viel schneller als 2 km/h wird man wahrscheinlich nicht laufen, weil das Laufen ja eher etwas sein soll, was nebenbei passiert. Vom Geräuschpegel glaube ich nicht, dass man sich das Laufband ins Büro stellen würde, da hätten wahrscheinlich die Kollegen was dagegen. Sinn und Zweck vom Mobboy Home ist das aber sowieso nicht. Schließlich sagt es der Name schon, das Gerät gehört nach Hause. Und hier, jetzt also speziell in meinem Zuhause, kann ich sagen, meine Freundin ist jetzt mit ihrer Freundin im Wohnzimmer, sie schaut einen Netflix-Film und sind nicht von mir gestört, auch wenn ich hier jetzt länger laufe. Wie gesagt, gerade bin ich bei 1 km/h, das machen wir jetzt mal ein bisschen schneller. Mit der Fernbedienung geht das übrigens deutlich schneller als über den Touchscreen an der Konsole, das fällt mir immer wieder auf. Die wenigen Klicks, die ihr eben schon gehört habt, haben das Laufband auf 2,7 km/h gebracht. Wir wollen aber noch mehr. Also schalten wir hoch. Der langgezogene Ton hat einem verraten, okay, das ist die maximale Geschwindigkeit in diesem Modus. Man merkt jetzt schon, ich bin deutlich mehr in Bewegung, ich bin auch am Tisch mehr in Bewegung und deswegen würde ich sagen, bei 4 km/h schreibt man nichts mehr.
Außer man ist wirklich sehr gut im Multitasking. Der Auf- und Abbau für die Armstützen ist eigentlich ganz einfach. 4 Schrauben rein bzw. raus und die Abdeckung drauf bzw. raus. Das war's. Trotzdem würde ich sagen, macht man das nicht so oft, weil es schon ein bisschen aufwendiger ist, als einfach nur nach unten nach oben klappen. Die nicht vorhandene App ist in meinen Augen nicht schlimm. Jeder, der dieses Laufband hat, wird auch eine Smartwatch haben. Smartwatches, wie zum Beispiel meine, haben dann verschiedene Programme, unter anderem eben für Laufbänder, wie das Mobboy Home 1 ist. Vor dem Workout schaltet man dann besagten Modus ein und los geht's. In diesem Video habe ich mich ganz oft auf die Armlehnen gestützt. Die haben wir im wirklichen Gebrauch, aber eigentlich eher abgemacht, weil wir sie nicht brauchen. Für meine Freundin und mich hat sich einfach herauskristallisiert, dass wir es so öfter nutzen, weil wir es eben öfter auf- und zuklappen und eben vor den Schreibtisch verfrachten, was mit den Armen nicht geht. Im Vergleich zum Walking Pad ist das hier ein bisschen günstiger. Dafür verzichtet man auf die App-Steuerung, hat aber mehr Geschwindigkeit. Gerade letzteres war der Grund, warum ich mich hierfür entschieden habe. Genauso einfach, wie man das Laufen startet, kann man es auch wieder beenden. Ein Druck auf die Stopp-Taste und das Laufband wird langsamer, bis es stehen bleibt. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Ihr habt noch Fragen zum Laufband? Dann ab damit in die Kommentare. Mein Name ist Timon für die Nerdbench.